wieder Ray von Gamespilot, diesmal mit unserem Kamerateam Mario. Sag hallo Mario. Hallo Mario. Jedenfalls normalerweise muss Mario hinter der Kamera bleiben, weil wir aber gemeinsam bei Evolve waren, haben wir beschlossen, ihn dieses Mal vor die Kamera zu ziehen. Denn Mario und ich denken, dass Evolve großartig ist. Also zumindest bis jetzt. Unser erster Eindruck ist wirklich, wirklich positiv, denn es hat super viel Spaß gemacht. Ich durfte am Anfang das Monster spielen, und zwar einen Kraken. Der kann unter anderem fliegen und als solcher musste ich mich gegen ein Team von 4 Spielern erwehren und die quasi zur Strecke bringen, bevor sie mich zur Strecke bringen. Was auch ziemlich gut funktioniert hat, sofern mir nicht das Wildlife in die Quere gekommen ist. Denn nicht nur die Spieler wollten mir ans Leder, auch andere Monster, die ich eigentlich fressen muss, wollte, um mich weiterentwickeln zu können und zu einem noch größeren Monster zu werden. Denn darum geht es im Prinzip mit Evolve. Andere töten, fressen, größer werden, besser töten. Und das macht ziemlich viel Spaß. Nicht wahr? Ja, natürlich macht es sehr viel Spaß. Also, um nochmal kurz auf die Menschen zu gehen, die irgendwie nicht ganz so interessant sind, wie ich finde. Man hat halt den Support, den Assault, den Medic und den Trapper. Nee, Trapper ist, glaube ich, eine Frau. Was? Nein? Keine Frau? Aber der Trapper hat ein Tier doch bei sich gehabt. Ja. Genau, also der hat noch mit Such. Und die Aufgabe ist halt suchen, finden, zerstören. Als Assault selbst, man hat eine riesengroße Wumme, man schießt eigentlich nur auf seine Gegner, also mit bevorzugt auf Ray zum Beispiel in dem Fall, als Kraken. Wer macht das nicht gerne, egal ob Kraken oder nicht. Eben nochmal andauernd. Es wird aber allerdings relativ schnell langweilig. Was wirklich interessant ist, ist, wenn man halt eins der Monster halt spielt. Wie eben Goliath, den man schon ein Weilchen kennt. Oder jetzt neu den Kraken, der einfach mal aussieht wie ein Cthulhu-Monster, das fliegen kann. Ja, wie sie schon gesagt hat, es ist auf alle Fälle sehr interessant, das Monster zu spielen, weil du gehst nicht gleich auf Angriff zu und bist unbesiegbar, du bist auch verwundbar. Die erste Aufgabe sozusagen, die du kriegst, wenn das Spiel startet, ist, versteck dich, such dir was zu fressen und level up, weil du kriegst dazu zusätzliche Skillpoints, die du auf unterschiedliche Sachen verteilen kannst, wie einen besseren Angriff, bessere Verteidigung, eine eigene Art von Minen. Eine eigene Art von Minen oder auch Sonar, damit du auch dein eigenes Futter findest. Das macht einfach unheimlich viel Spaß. Es sieht auch noch verdammt gut aus. Und ich bin sehr gespannt. Das Spiel kommt im Februar nächsten Jahres raus, wurde jetzt erst kürzlich verschoben. Und ich hoffe, es ist bald Februar, ganz ehrlich. Weil ich will wieder mit dem Kraken fliegen. Ich glaube, besser kann man es wirklich nicht sagen. Bisher ist Evolve wirklich eines unserer Highlights der bisherigen Gamescom. Denn es macht einfach unglaublich viel Spaß. Wir konnten leider nur eine Klasse der Menschen antesten. Das war Assault, das ist einfach draufschießen, das ist jetzt nicht so spannend. Aber Monster spielen macht schon unglaublich viel Spaß. Und das Spiel ist ja von den Left 4 Dead-Machern. Und ich denke, wer Left 4 Dead mochte, wird das auch wirklich sehr gern mögen. Denn bis jetzt ist es wirklich fantastisch und wir freuen uns beide auf Februar. Wir ziehen jetzt nochmal weiter und schauen uns noch andere Sachen an. Und deshalb sage ich mal... Ich gehe wieder rüber. Genau, Mario hinter die Kamera. Husch! Und deshalb sage ich einfach mal, bis bald. Ciao!